Damit ein herzliches Willkommen vom Home of British Motor Racing. Wir sind heute in unserer F1 23 Karriere in Silverstone. Season 6 steht an und ich hatte noch nie so viel Angst wie heute von Silverstone, denn ja, Spielberg lief jetzt nicht optimal. Schaut gerne oben rechts vorbei, da ist auch das Video verlinkt. Abonniert auch gern kostenlos den Channel. 5,8 Kilometer, 18 Kurven, 2 DRS-Zonen und ein bisschen ein unwohles Gefühl. Aber wir gehen jetzt natürlich direkt mal ins Qualifying rein. Das ist der finale Run und let's go aus der letzten Kurve raus hier direkt auf diese sehr, sehr kurze Startzielgeraden. Turn 1 Full Speed, dann geht es auch mit Full Speed in Turn 2 runter in diese engen Kurven. Da gab es mal einen Crash zwischen Kimi und Hamilton und das ist aber auch schon ein bisschen her. Runter hier, dann ja, ein bisschen Zeit liegen lassen. Mein erster Run hat mich auf den 11. Platz gebracht. Da gab es wirklich mal einen schlimmen Crash von Kimi Räikkönen. Und runter hier in diese Schicksalskurve. Da gibt es sicher ein paar Überholmanöver im heutigen Video. Hier hat mal Alonso seine Dakar-Fähigkeiten ausgepackt im McLaren noch. Und wir schaffen es tatsächlich mit den 2 Zehntel hier vor Cobbs Corner. Da jetzt Full Speed, die Mutkurve von damals. Wow, geht das schön schnell hier schon. Und 4 Zehntel konnten wir schon gewinnen. Die SS, Margots, Buckets und natürlich Chapel. Es ist so eine geile Strecke hier. Jede Kurve gefühlt geschichtsträchtig. 6 Zehntel im Delta. Wir haben aber nur grün im Mittelsektor. Ja, wird das reichen, um uns da stark zu verbessern? Stowe, Full Speed, nur links ein bisschen aufpassen. Track Limits sind natürlich auch immer hier wieder ein großes Thema, bevor es dann in die letzte Schikane reingeht. Links, rechts, einmal die letzte Kurve noch gut erwischen und jetzt geht's über Start und Ziel. Es reicht aktuell nicht für die Pole. So, Silverstone ist immer eine Reise wert. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Lando Norris ist gestern eine super Runde gefahren und startet von der Pole Position. Und der Wissenschaftler macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Tsunoda, Ocon, Theo Pourchaire, Sainz, Hauger, Oscar Piastri, Verstappen, Russell, Stroll, Liam Lawson, Daruvala, Drugovic, Doohan, Joe, De Vries, Leclerc, Sargent, Albon, Magnussen und Pierre Gasly steht auf dem letzten Platz im Grid. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Und hier sind wir nun. Es hat nicht für die Pole Position gereicht. Wie bitter ist das denn? Aber jetzt mal, let's go. Lights out und let's go hier in Silverstone. Wir kommen, naja, hier weg. Lando Norris hier mit dem unfassbaren Start. Also der zieht da direkt vorne. Der wird auf jeden Fall eine harte Nuss heute werden. Auch jetzt hier sieht der nächste Fahrer, erster Bano Con im Red Bull, seine Chance und hält hier rein. Bro, wenn ich die Lenkung nicht aufmache, muss ich hier tatsächlich, ich muss die Kollision vermeiden, weil Ocon hier mit so einem dummen Move reinhält. Das war jetzt eher semi-gut für mich. Also der Startbar hätte ein bisschen besser laufen können. Da gehen wir außen an Ocon vorbei, da zupft er noch einmal durch. Ist auch gut, sonst hätte ich ihn, glaube ich, die Position zurückgeben müssen. Aber ja, ist natürlich dieses Hin und Her mit Ocon kostet so viel Zeit. Jetzt schon über 2 Sekunden hinter Norris. Und der lacht sich natürlich ins Fäustchen. Wir kommen hier einfach nicht weg. Und ja, gucken wir uns die Start-Replay. Das ist absolut nicht nach Plan gelaufen. Dieser Start war mittelmäßig. Aber Norris hatte wirklich da den bombastischsten Start überhaupt. Der zieht da vorne weg, direkt mit über einer Sekunde Vorsprung. Und ich kann da kaum mithalten. Und dann natürlich mit Ocon dieses Hin und Her. Also ich war vorne ganz klar und der hält hier drauf. Ich muss da die Lenkung aufmachen. Also das war ein dummer, unnötiger Move. Egal, that's racing, muss man sagen. Und ja, dann gehe ich auch hier im Windschatten ganz, ganz spät raus. Außen kannst du eigentlich normalerweise nichts machen. Muss ich neben die Strecke, war auch Ocon noch einmal kurz vorbei. Und dann konnten wir immerhin, oh mein Gott, ja, mit einem fetten Oversteer hier wieder raus aus der Kurve, konnte ich immerhin mal vor Ocon kurzfristig bleiben. Wobei kurz ist da wirklich das richtige Wort. Hier in Cobbs zieht er sich dann noch einmal richtig dran.
Und ja, da wird es unnormal eng. Also wirklich, Ocon heute eine unfassbare Nervensäge. Da muss ich weit gehen und ja, jeder einzelne Querstier kostet natürlich so unfassbar viel Zeit, weil eben halt auch Lando Norris da vorne so konkurrenzlos vorbeiziehen kann. Das ist nicht schön. Das erste Runde Ende, da sind wir nun auch 3 Sekunden Vorsprung von Norris und das nach einer Runde. Was? Wo nimmt Norris diese Pace her? Natürlich hatten wir den ein oder anderen Fett, aber 3 Sekunden ist schon eine Hausnummer auf jeden Fall. Das ist eine Hausnummer. Mindestens 2 Sekunden habe ich durch Ocon verloren, das muss ich auch zugeben. Aber ja, eine Sekunde war dann auch teilweise diese überragende Pace, die Norris da am Tag legt. Der will seinen Heim-Compris heute gewinnen. Im ersten Sektor kann ich immer ein bisschen gegenhalten. Wir sind jetzt auf 2,8 Sekunden unten. Aber wenn du da mit so einem Defizit schon ins Rennen reingehst, da verlierst du auch ein bisschen die Motivation ein Stückchen. 2,5 Sekunden sind es jetzt nur noch. Ja, ich schaff's wieder, näher dran zu kommen, auch mich ein bisschen von Ocon frei zu strampeln. Aber ja, das kann auf jeden Fall heute schlimm werden. Schnellste Rennrunde gehört vorerst mal uns. Aber wir sind immer noch mit 2,9 Sekunden hinter Norris. Und ja, ich komme auch nicht von Ocon weg. Es ist heute ein bisschen verhext. Das ist tatsächlich, ja, ich muss sagen, dass Ocon mir mit den gelben Reifen genauso gut folgen kann wie ich ihn. Das ist schon traumhaft für ihn. Aber ja, ich hoffe natürlich, dass der zweite Stint dann mit dem roten Reifen viel besser werden wird. Dafür müssen wir aber allerdings mal 10 Runden überleben. Vierte Rennrunde. Schnellste Rennrunde geht wieder zurück an mich. 2,4 Sekunden, das Blatt scheint sich teilweise zu wenden. Wir sind nur noch 2,2 Sekunden von Norris weg. Aber ich glaube, der Bray kontrolliert das Rennen hier. Das ist ein Wahnsinn. Ja, Yuki hat mittlerweile Ocon überholt. Das ist nicht gut, weil der hat die frischen roten und schnelleren roten Reifen. Frisch sind sie eigentlich alle, aber sie sind halt ein bisschen schneller. Ja, aber dass wir da so Probleme haben in Silverstone, das hätte ich nicht geglaubt. Ich komme da kaum an Norris dran und sobald ich mal ein bisschen dran bin, weiß der halt natürlich direkt eine Antwort auf meine Angriffe und das ist dann halt bitter, wenn sowas passiert. 1,9 Sekunden, ja mal wieder unter 2 Sekunden, das ist gut. Und sechste Runde, da hat sich auch wieder Kombos geändert. 2 Sekunden zu vorne, 2 Sekunden zu hinten. Ich glaube auch, dass langsam Yukis Reifen ein bisschen in die Knie gehen. Und ja, meine jetzt natürlich auch schon langsam. Purple im ersten Sektor, grün im zweiten Sektor. Das sieht noch einmal nach einer Verbesserung aus. Und reicht es, um die Verbesserung durchzuziehen? Nein, es reicht nicht. Und deswegen einer Zehntel. Die habe ich dann irgendwo im letzten Sektor liegen lassen. Das ist auch so ein bisschen das Anzeichen, dass die Reifen das erste Mal ja so ein etwas aufgeben, aber das gebe ich. Ich gebe natürlich nicht auf. Ich will hier Norris überholen. Es wäre so top. Ich meine, das ist so knapp gewesen im Qualifying. Und auch hier im Rennen, es geht um Tausendstel. Jede Runde knabbel ich da ein paar Tausendstel ab. Also da muss schon was passieren. Safety Car wäre so ein Traum. Es kommt doch immer ein random Safety Car oder eine Red Flag. Warum ist da unten so ein riesen Abstand zwischen der einen und der anderen Gruppe? Ich kann es euch einfach nicht sagen. Wie gesagt, Safety Car wäre einfach ein Traum. 1,9 Sekunden, 2,6 Sekunden. Ich weiß nicht, was Yuki Tsunoda macht. Er fährt 8 Runden auf einer Strecke wie Silverstone mit dem roten Reifen und schafft es dann Schlussende schneller zu fahren wie ich und das in der 8. Runde. Mein DRS, by the way, ist natürlich auch kaputt. Das heutige Rennen ist einfach schon wieder top. Ich merke es schon. Ich spüre, wie der Puls nach oben geht. Ich spüre, wie die Madness nach oben geht. Es ist einfach heute Scheiße. Es ist wirklich das einzige Wort, das dieses Rennen beschreibt. 8. von 18 Runden, ja, da nehme ich die Verwarnung mit. Ich meine, wenn ich einlenke, dreht es mich dann auch weg, vermutlich. Also auf das, ich habe halt absolut kein Vertrauen in dieses Rennen. Teamkollege in der Box. Jetzt gehen die Dudes mit den roten Reifen rein. Das finde ich sehr interessant. Also wirklich, dass man so lange wartet. Jetzt auch Lando Norris drinnen. Und ich warte mit Absicht noch eine Runde länger, denn ich probiere einen Overcut. Aber auch, by the way, hier habe ich gelb gesehen. Hab so minimal gehofft, dass es Safety Car gibt. Also wirklich so ganz, ganz minimal. Red Flag wäre natürlich auch top gewesen.
Aber natürlich gibt's das auch nicht. Ich muss es hier alleine schaffen. Yuki Tsunoda fährt mittlerweile fängt jetzt die 10. Runde an, mit seinem Softreifen zu fahren. Es sind schon Leute mit den gelben Reifen in die Box gekommen und Yuki Tsunoda fährt einfach immer noch mit seinem roten Satz. Dieser Mann ist einfach ein Banger, nur um dann vermutlich auf weiß zu wechseln. Ja, Yuki ist immer noch hinter uns, aber wir gehen jetzt in die Box rein. Und ich merke halt jetzt schon, dass das einfach nur eine blöde Idee war, noch eine Runde draußen zu bleiben. Das könnte heute tatsächlich das Podium gekostet haben. Wir gehen mal in die Box rein und beten mit sehr großen Daumen drücken, dass das gereicht hat. Dennoch, um hier in den Top 3 noch rauszukommen. Ich hoffe, dass das reicht. Norris ist schon über alle Berge, Oscar Piastri hier und die schnellste Rennrunde. Und wir schaffen es gerade so auf den zweiten Platz wieder raus. Doch der Abstand hat sich verdoppelt. Also wir sind jetzt mit 5,2, das wird sich noch einpendeln auf 5,5. Da bin ich mir nahezu sicher. Aber mit 5,5 Sekunden sind wir jetzt da tatsächlich weg vom Fenster. Also wenn ich da tatsächlich das noch schaffen sollte, das aufzuholen, dann wäre das heute echt ein Phänomen. Wir haben beide rote Reifen, Yuki hinter mir mit den gelben, wird auch am Schluss des Rennens wieder andrücken bei 7 Runden mit Rot. Da bin ich mir sicher. Ich meine, der Mensch ist ein Reifenflüsterer, was soll ich euch da sagen? Der Dude hat es halt einfach in sich. Lila im ersten Sektor, ja, ich meine, die schnellste Rennrunde sollte eigentlich schon mir gehören. Also wir haben ja auch die frischesten Reifen, ich bin am längsten draußen geblieben. Das sind teilweise alle mit den weißen schon drin, mit den gelben schon drin gewesen. Und Stowe hier noch einmal gut erwischen, Purple auch im zweiten Sektor, Piastri auf dem vierten Platz, der ist wirklich meine Hoffnung, schafft er vielleicht noch den dritten, immerhin für das Doppelpodium, oder schafft es dann auch noch, oder schaffe ich es vielleicht dann auch noch, Norris zu überholen, es reicht für die schnellste Rennrunde, eine 1:24.1 ist okay, aber hat uns auch kaum an Norris drangebracht, unter 5 Sekunden sind es jetzt mal. Ja, die Strategie, ich habe mir da ehrlich gesagt erhofft, dass wir vielleicht am Ende hin bessere Reifen bekommen, doch Runde 16 zeigt, nein, es ist nicht so. 5,3 Sekunden, also ich halte quasi den Abstand zu Lando Norris. Wir fahren quasi die gleiche Pace, also gelb, da ist es gelb. Ich habe so gehofft, dass es Norris ist, aber nein, das war's nicht. Da scheidet anscheinend an Aston Martin aus, ich habe keine Ahnung, wie es ist, aber Piastri jetzt wieder nur auf dem fünften Platz. Er hat sich tatsächlich überholen lassen. Und das von Esteban Ocon, der größten Nervensäge des heutigen Rennens. Wirklich, no front oder so. Aber Esteban Ocon hat heute wirklich für so viel Trouble gesorgt. Und für so viel Nervensägenmäßig. Also no front wirklich. Es ist ein Top-Rennen geworden. Aber es ist so ein riesen Fernduell. Ja, Yuki, der kommt jetzt in Riesenschritten. Das waren mal 3 Sekunden und jetzt sind es nur noch 1,6. Ich hoffe, dass sich das ausgeht. Die letzten 2 Runden heißt es dann wirklich noch einmal sogar zittern. Das, obwohl ich die vermeintlich bessere Strategie hatte. Es sind in der 17. Runde 1,4 Sekunden. Ist Yuki nur noch hinter uns? Die Reifen sind alles andere als im Top-Zustand. Aber warum hat Norris diese Probleme nicht? Der war noch eine Runde früher als wir in der Box und hat da scheinbar gar keine Probleme. 1,1 Sekunden und in der letzten Runde wird es dann tatsächlich soweit sein. Yuki Tsunoda wird uns vermutlich da in der letzten Runde angreifen können, beziehungsweise bekommt dann mal das DRS. Aber ja, ich weiß halt, diese Mercedes, die haben heute so eine überirdische Pace und auch kaum Reifenverschleiß. Das ist traumhaft für die. Also wirklich, ich gönne es ihnen natürlich. Ich meine, wir waren am Anfang auch am Arsch daheim und jetzt auch wieder. Also wir hatten nur ein kurzes Aufflackern so zwischen Miami und Österreich. Und jetzt ist dann halt wieder ein anderes Team am Drücker. 6 Zehntel. Das wird eng, Leute. Das kann ich euch sagen. Stowe, Cops Corner. Da hält Yuki schon einmal rein. Da wäre es tatsächlich zum Crash gekommen, wie damals zwischen Max Verstappen und Lewis Hamilton. Jetzt Beckett's Chapel noch einmal durchdrücken hier auf die Fuhre. Come on, Alter. Das, der Oversteer am perfektesten Moment, wirklich. Genau hier muss der Oversteer kommen. Es wird so eng werden. Wer bremst bis Stowe später? Ja, wo nimmt der bitte den Grip her?
Wo nimmt Yuki Tsunoda bitte diesen Grip her? Er schlägt uns hier in der drittletzten Kurve. Lando Norris gewinnt das mit über 7 Sekunden Vorsprung. Und Yuki lässt uns da wirklich nass dastehen. Es ist heute absolut die Mercedes-Show gewesen. Das ist ein Wahnsinn. 18. Runde. Und da war ich schon am Limit mit dem Reifen. Also bei fast 40%. Ihr wisst, es ist so schwierig, ja, auch hier mit dem Quersteher. Ich habe hier immer den ein oder anderen Quersteher gehabt. Aus Stowe dann aus in Cobbs rein war dann Yuki schon da. Da hat er aber nochmal nachgegeben, ganz klugerweise. Er hat sich, glaube ich, ganz genau die Videos zwischen Hamilton und Verstappen damals angeguckt. In den SS hatte er dann noch viel mehr Grip und ja, in Stowe dann größere Eier und hat noch später bremsen können als ich. Ja, in Stowe geht er dann einfach easy going außen an uns vorbei, bremst sich da an und komm, da war kaum eine Chance für mich da. Ich glaube aber, ich habe hinten gesehen Piastri, also ist der Vierte geworden. Ja, gucken wir uns die Siegerehrung an. Es hat wieder nicht für einen Sieg gereicht, Leute. Die Pechsträhne, sie geht weiter. Es ist immerhin das Podium. Und wir nehmen noch wichtige Punkte mit. Aber Mercedes war heute tatsächlich unschlagbar. Ich muss schon sagen, das war eine erstaunliche Leistung, hier dem Druck standzuhalten und diesen klar verdienten Sieg beim großen Preis von Großbritannien zu holen. Stefan, wie konnten Sie heute deiner Meinung nach so ein unglaubliches Resultat liefern? Ich glaube, die Umstände haben heute perfekt zum Wagen gepasst. Der Wind, die Temperatur der Strecke, einfach alles. Die Autos erwachen erst dann so richtig zum Leben, wenn die Reifen die richtige Temperatur haben. Je leichter man also diese Temperatur halten kann, desto besser verläuft das Rennen für einen. Und genau so ist es gelaufen. Der Wagen hat sich da draußen einfach wohlgefühlt. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Ja, mehr die Endplatzierungen. 16 Punkte sind es am Ende geworden, aber natürlich auch durch die Punkte von Oscar Piastri ist da der Verlust eigentlich ja in Grenzen. 43 Punkte und wir holen da 28. Also, ja, 43, 28 ist schon eine Hausnummer, aber ist noch im Rahmen. Lando Norris tatsächlich heute untouchable. Der Mann ist eine überirdische Pace gefahren. War aber auch von der schnellsten Rennrunde 1,2 Sekunden weg. Also das ist dann doch sehr groß. Dieser Abstand ist dann doch sehr, sehr groß. Konstrukteurs, wir haben 72 Punkte vorne. Fahrerweltmeisterschaft 89, weil Lando Norris eben am Anfang der Season noch nicht da war. Können wir noch durchatmen? Es war natürlich kein gutes Wochenende für unsere Sponsorings. Ich muss mir einen neuen Teamkollegen aussuchen. Und so leid es mir tut, Piastri ist zwar eine gute Season gefahren, aber wir werden uns da tatsächlich umorientieren. Ich möchte in unserer letzten Season, beziehungsweise Season-Hälfte, mich mit Max Verstappen einlassen. Jetzt können wir uns ihn endlich leisten und es geht in die Verhandlungen rein. 43 Millionen, ich kann mir nichts mehr kaufen. Das heißt, wir gehen da auch kaum Risiken ein, nehmen noch einmal, gehen auf 19,3 Millionen, bekommen wir den Zuschlag. Yes, Mann, es reicht. Du hast dich durchgesetzt. Max Verstappen wird die letzte Saisonhälfte mit dem Audi-Team in F1-23 fahren. Schaut gerne auf TikTok, it's_tobi vorbei, aber auch gerne auf Instagram, it_gaming. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich gern über ein kostenloses Abo hier freuen. Und lasst doch gerne Däumchen oben da. Schaut für alles mehr. Sehen wir uns entweder später oder morgen wieder hier auf TikTok oder auf YouTube. Und vielen, vielen Dank für euren Support und ciao.